mit da rein. Komm. Drauf gekommen bin ich vor 30 Jahren. Wir sind jetzt von Niedersachsen nach Schleswig-Holstein gekommen, weil wir so viele Tiere von Schleswig-Holstein in unsere Station nach Soltau bekommen haben. Und dann haben wir hier eine Fläche gesucht, haben die nach 2 Jahren gefunden. Musst du festhalten, sonst fällt das runter und die Schweine fressen das, das weißt du. Wir haben das mal. Wir haben 6 Waschbären. Das Problem ist, die dürfen nicht mehr ausgewildert werden. Da müssen wir also einen Platz im Zoo suchen. Bei den Wildschweinen ist das genauso. Die sind von Jägern gebracht worden. Die eine Bache wurde vom Wolf gefressen tatsächlich bei Lüneburg. Und dann hat er uns die Frischlinge gebracht. Ja, und die müssen wir halt auch irgendwo unterbringen. Dann haben wir Rehwild und beschlagnahmte exotische Tiere, Stinktiere und die Schlangen und die Schildkröten und eben natürlich auch einheimische Eichhörnchen und Eulen und Greifvögel. Es ist ein Ausbildungsbetrieb zum Zootierpfleger in Kooperation mit dem Zoo Osnabrück und dem Westküstenpark in St. Peter. Haben hier 2, 4, 6 Angestellte, haben letztes Jahr 1700 Tiere versorgt, dieses Jahr sind es schon deutlich mehr. Und mit 2000 ist unsere Obergrenze erreicht.